So, mein Name ist Heiko Altmann. Ich bin der erste Vorsitzende von den Eismannfreunden Dreiser. Und heute haben wir hier Tag der offenen Tür, also sprich blauer Sonntag. War halt wegen Corona, kann man ja leider dran nichts ändern. Aber jetzt für das erste Mal blauer Sonntag waren auch sehr viele Gäste quasi da. Und für den Verein war es, ich denke mal, ein gelungener Tag. Also ich bin heute sehr zufrieden mit den Leuten. Die Gäste waren ja zahlreich da, viele Unterhaltung gehalten. Also ich bin zufrieden. Aber das alte Thema ist ja immer noch die 52. Ja? Das ist richtig. Der Fortschritt ist eigentlich relativ, ich sage jetzt mal, gut am Kessel von der 50er. Also wir wollen ja einen Tauschkessel machen von der 52er. Der 52er Kessel ist nicht mehr so berauschend, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben wir eine 50er hier stehen. Die Kessel sind identisch und die wollen wir halt, den 50er Kessel wollen wir aufarbeiten, auf die 52er setzen. Wenn wir das geschafft haben, dann soll das Fahrwerk dann quasi gemacht werden. Mein Name ist Martin Kranz, ich komme aus Marburg und mit einem Opa aus Kassel bekommt man Modelleisenbahn schon in die Wiege gelegt. Mein Vater hat eine Modelleisenbahn gehabt, wie gesagt, der Opa kam aus Kassel und das ist natürlich die Henschelstadt. Und dann hat man eine Eisenbahn im Garten, damit wird man groß, dann zieht man ins eigene Haus und dann fängt man mit einer kleineren an und irgendwie entwickelt sich dann also im Laufe der Zeit und dann bin ich bei der großen gelandet. Und das ist jetzt nichts mehr Modellbau in dem klassischen Sinne, sondern das ist richtig Betriebstechnik. Schwarze Finger, man riecht nach Öl und Kohle und Feuer und das ist eigentlich so das Schönste, was es überhaupt gibt in Sachen Modelleisenbahn. Das ist die Walli und die Walli ist eine Schweizer Lokomotive. Die Südostbahn in der Schweiz hatte das als Lehrlingsprojekt und die Auszubildenden haben Lokomotiven gebaut und die konnte man kaufen. So hat jeder Auszubildende Dampftechnik gelernt und natürlich das Drehen, Fräsen, Bohren, Edelstahl, Kupfer, Messing, alle Materialien mal in der Hand gehabt und dadurch wächst dann das technische Verständnis dafür. Man denkt immer, es wäre unbezahlbar, aber wenn man jetzt H0 sich eine große Platte aufbaut, dann ist man ruckzuck bei 10.000 Euro und für 10.000 Euro kriegt man auch schon eine wunderschöne Lokomotive. Nach oben hin ist wie in jedem Hobby natürlich keine Grenzen gesetzt. Also wir sind verschiedene Modellbauer von allen Spuren, allen Größen. Was wir machen, hat sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren so ergeben, dass wir hauptsächlich eine Eisenbahnanlage in H0 1:87 bauen. Wir bauen mit Modulen, die wir selbst entwickelt haben, die eine Größe von 50 x 30 cm haben und die austauschbar sind. Das heißt, die Anlage, die jetzt hier da ist, können wir komplett auseinanderbauen. Und könnten jetzt was anderes machen. Wir könnten jetzt eine Kirmes reinbauen, wir haben eine Winteranlage mit einem Weihnachtsdorf. Wir können diese Kaserne vergrößern, verkleinern. Wir können die Kaserne von hier in die Anlage setzen. Wir können aber auch die Anlage auf etwa 18 Meter vergrößern. Das ist die größte Möglichkeit, die wir haben. Braucht man natürlich den Platz dafür. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht das Miniaturwunderland in Hamburg, die 100 Millionen ausgeben. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Und die Leute sollen einfach gucken und wenn man die Kinder sieht, die Augen strahlen und das ist das, was wir erreichen wollen. Und jetzt fahren wir quasi in ganz Mitteldeutschland rum. Wir fahren von Hannover bis Frankfurt, von Bad Hersfeld bis ins Ruhrgebiet zur Ausstellung, zur Veranstaltung und präsentieren diese Modelleisenbahn.